Riesige Alurollen. 40.000 Tonnen im Jahr werden von seiner Firma mit viel Strom in Produkte für die Druckindustrie verwandelt. Matthias Eichhorn ärgert sich über zu hohe Energiepreise. Das könnte sein Unternehmen im Wettbewerb zurückfallen lassen und Konsequenzen haben. Wenn man in Deutschland keine wettbewerbsfähige Produktion mehr betreiben kann mit hohem Energieverbrauch, dann muss man sich über Verlagerungen natürlich Gedanken machen. Zum Beispiel nach Brasilien, wo die Firma auch produziert. Die Anlage ist ein wahrer Stromfresser. Sie braucht so viel Strom wie 10.000 Haushalte. Das Aluminium wird in Stücke zerschnitten und beschichtet. So können Verpackungen oder Bücher bedruckt werden. Der Industriestrompreis liegt bei 20 Cent pro Kilowatt. Bundeswirtschaftsminister Habeck will ihn mit staatlichen Hilfen auf 5 Cent runterdrücken. Eine richtige Idee, heißt es hier. Das würde uns natürlich sehr helfen, wenn das so käme. Von daher begrüße ich das. Aber noch wichtiger ist, eine verlässliche Aussage zu bekommen, wo geht es hin in Deutschland mit der Stromversorgung, mit den Strompreisen und das auf realistischer Basis. Die Firma Eco3 beschäftigt 400 Mitarbeitende, weltweit sogar 1.600. Und der Wiesbadener Druckplattenhersteller ist nicht das einzige Unternehmen, das über zu hohe Strompreise klagt. Auch energieintensive Gießereien stöhnen. Aktuell denkt jedes fünfte Unternehmen darüber nach, die Produktion ins Ausland zu verlagern. Das ist eine ganze Menge und auch uns als VHU erreicht wöchentlich ein Unternehmen, was entweder Stellen abbaut oder sogar ganz die Produktion einstellt. Industriestrom durch Staatshilfen günstiger zu machen, ist aber selbst bei den Unternehmen umstritten. In Hessen konnte die Unternehmervereinigung dazu etwa noch keine einheitliche Linie finden. Die Gegner sehen darin pure Verschwendung und Wettbewerbsverzerrung. Der Preisdeckel kostet rund 30 Milliarden jährlich und sei ein großer Fehler, sagen auch Wissenschaftler wie der Ökonom Marcel Fratscher. Ich sehe einen Industriestrompreis extrem kritisch, weil er letztlich einigen wenigen Unternehmen massive Subventionen gibt. Und auch nicht nur temporär, sondern das muss ja mindestens bis 2030, also für viele, viele Jahre aufrechterhalten werden. Und es setzt letztlich die falschen Anreize, denn diese Unternehmen müssen weniger fossile Energie verbrauchen. Und aus diesen Gründen halte ich es für einen Fehler. Doch die Angst, dass Hessens Wirtschaft bald ins Hintertreffen geraten könnte, wegen der Strompreise, treibt auch Wirtschaftsminister Al-Wazir um. Er schreibt uns: Der Ausbau erneuerbarer Energien sei der beste Weg für günstige Energiepreise. Aber bis es soweit ist, müssen wir sicherstellen, dass energieintensive Grundstoffindustrien genauso wie neue Zukunftsindustrien auch weiterhin wettbewerbsfähig bleiben können. Deswegen befürworte ich für einen Übergangszeitraum einen garantierten günstigen Industriestrompreis. Den will Geschäftsführer Eichhorn unbedingt. Doch noch fehlten vom Bund klare Konzepte, wie man den Industriestrompreis langfristig stabilisieren kann, monieren Wissenschaftler.